Hi, Carlo hier, dein Digitalexperte. Nach diesem Video verspreche ich dir, dass du dein Content Marketing wesentlich besser im Griff haben wirst und generell mit dem Thema Content Marketing mehr anfangen kannst als vorher. Legen wir los. So, Content Marketing für B2B-Unternehmen. Als erstes muss man sich erstmal klar werden, was hat man überhaupt für Ziele, ja? Weil ich sage immer, ohne das richtige Ziel kann ich noch so schnell, noch so gut oder ich sag mal mit noch so viel Geld mich fortbewegen. Aber wenn ich ständig in die falsche Richtung mich fortbewege, dann werde ich nie dort ankommen, wo ich ankommen möchte. Wenn ich aber sozusagen das richtige Ziel habe und weiß, wo ich lang muss, dann ist es egal, ob ich da langsam oder schnell mich bewege, ich werde definitiv aber ankommen. Das weiß ich. Deswegen sind Ziele ganz wichtig. Das sollte man sich beim Content Marketing im B2B-Bereich natürlich auch vergegenwärtigen, sage ich mal. Das zählt natürlich auch für den B2C-Bereich. Ja, das zählt beispielsweise auch D2C, ja, Direct to Consumer. Aber die sind halt immer je nach Branche und je nach Situation etwas anders. So, wie sieht es aus mit den Zielen, ja. Im B2B-Bereich ist das ganz einfach. Es ist ganz am Ende eine Lead-Generierungsquelle, das Content-Marketing, was aber nicht heißt, dass ich Content-Marketing als Werbemaßnahme verstehe, ganz klar. Davor kann man definitiv noch sagen, es soll der Brand-Awareness helfen. Ja, also ich möchte, dass mehr Kontakte, die relevant sein könnten später, auf meine Marke aufmerksam werden, ja, oder auf mein Unternehmen. Content-Marketing hilft ganz stark, sich als vernünftiger Anbieter im Markt zu positionieren. Es gibt ja auch sozusagen dieses Tough Leadership, dass ich also als Meinungsführer im besten Fall in der Branche wahrgenommen werde. Das wollen wir erreichen, dass wir irgendwie wahrgenommen werden in der Branche als Meinungsführer. Und was das Ganze auch noch macht, was häufig einfach übersehen wird, weil man immer nur nach vorne guckt, es hilft auch der Kundenbindung. Ja? Also die Kunden, die ich generiert habe, im besten Fall lange zu binden, ist besonders für die Themen Upselling dann sehr, sehr wertvoll. Es gibt ja, ich habe jetzt die Zahl nicht, aber es gibt ja diese dieses Verhältnis irgendwie, dass es, glaube ich, 7-mal so teuer ist, einen Neukunden zu generieren, als mit einem bestehenden Kunden weiterzumachen. Klar geht das nicht überall. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise Bauunternehmer bin und Einfamilienhäuser baue, dann ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Ja, aber auch da kann ich überlegen, okay, kann ich denen vielleicht danach noch Support geben? Kann ich irgendwie sagen, hier, pass auf, wir machen noch ein paar Dienstleistungen im Nachgang. Ja, wir helfen dir irgendwie noch bei der Gestaltung des Gartens oder wenn du einen Pool brauchst, blablablub. Also mit ein bisschen Kreativität fällt einem da auch was ein. Wie geht's weiter? Es gibt letztendlich einen 5-Schritte-Prozess, den ich in den Workshops gerne mache, ja, beziehungsweise wie ich bei der Konzepterstellung auch rangehe. Und zwar als erstes ist die Strategie dran, dann kommen wir zur Planung, dann die Erstellung, dann die Verteilung und dann am Ende die Analyse, die wieder dann zurückführt zur Strategie, weil die Strategie passe ich dann auf die Analyse an. Ja. Deswegen sind zum Beispiel in meinen Konzepten Online-Marketing-Konzepten mehrere Seiten, die sich nur mit Analyse generell beschäftigen, weil ich fest der Überzeugung bin, dass ohne Analyse Online-Marketing beispielsweise sehr, sehr schwierig wird, ja, und auch viel zu teuer. Ja. Wir gehen die einzelnen Themen jetzt mal durch. Für die Strategie gibt es ein paar Hilfsfragen. Ja, einmal, wie erreichst du deine Zielgruppe? Welche Themen sind für sie relevant? Welche Formate sprechen sie an? Was du als Hilfsmittel dafür nehmen kannst, ist die Keyword-Recherche. Da habe ich schon ein Video zu gemacht. Das findest du bei mir auf dem Kanal oder einfach Keyword-Recherche Carlo Siebert eintippen bei YouTube, dann findest du das. Und auch das Thema Personas erstellen. Das haben wir hier auch schon in der Playlist behandelt. Ja, also dieses Video ist ja Teil einer Playlist und da findest du dieses Video einfach in der Playlist selbst. Wie erreichst du deine Zielgruppe? Solltest du damit besser beantworten können, welche Themen sie also für diese Zielgruppe relevant sind und welche Formate sie ansprechen. Da hilft natürlich auch eine Zielgruppenrecherche. Ja, also wenn man sagt, so die Keyword-Recherche ist ein Unterthema der Zielgruppenrecherche, dann findest du das dran. Du kannst auch einfach gucken, was gibt es denn schon? Gibt es beispielsweise schon einen ganz großen Blog zum Thema, zu deinem B2B-Thema? Ja, wenn es das schon gibt, dann kann man davon ausgehen, naja, okay, der hat sich etabliert. Scheinbar ist das ein Format, was die Zielgruppe gerne konsumieren möchte. Ja, und dann könnte man überlegen, was könnte da sozusagen ein nächster Schritt sein. Oder für Video, jetzt hier mein Kanal, ich erkläre beispielsweise, wie man eine Google-Kampagne erstellt, weil ich
der Überzeugung bin, dass ein Videoformat wesentlich einfacher zu verstehen ist bei diesem Thema Google-Kampagnen als zum Beispiel ein Podcast oder ein Artikel. Ja. Mit diesen Hilfsfragen jedenfalls kannst du erstmal deine Strategie evaluieren. Ich habe, wie gesagt, hier nicht alle Folien drin, aber das ist sozusagen der Kern der Sache. Das nächste ist halt die Planung. Ja, also Content Marketing, irgendwann musst du halt deinen Content, deinen Inhalt auch in die Bevölkerung bringen, in deine Zielgruppe bringen. Und dort hilft es einfach, einen ganz klaren Redaktionsplan zu erstellen. Ich selber habe ja selber Redaktionspläne, zum Beispiel für diesen YouTube-Kanal. Das könnte man mal machen. Aber da gibt es ehrlicherweise auch schon relativ viel Inhalt. Und wir gucken uns das mal an, wie sowas aussehen kann. Ja, also wir sagen einfach, an welchen Tag, um welche Uhrzeit bespielen wir welchen Kanal. Jetzt hätten wir hier zum Beispiel, könnte man sagen, okay, am Montag werden wir mehrere Blogartikel posten. Ja? Oder man könnte auch die Kalenderwoche nehmen. Ja? Also Kalenderwoche oder sozusagen Wochen des Monats. Ja? In der ersten Woche des Monats kommt am Montag immer ein Blogartikel. Am Donnerstag ein Blogartikel, am Freitag ein YouTube-Video. Dann in der nächsten Woche kommt am Mittwoch beispielsweise ein Webinar und am Freitag ein Podcast und so weiter. Das hilft dir auch erstmal besser, die einzelnen Themen einzuordnen, einen Plan und Struktur zu schaffen, um dann langfristig auch vernünftig die Inhalte zu bestimmten Zeitpunkten zu veröffentlichen. Content Marketing dient ja auch dazu, die Menschen an dich oder an dein Unternehmen zu binden. Und dann wissen die halt immer, ah, okay, immer am ersten Freitag des Monats kommt halt das neue YouTube-Video zum Thema. Mein Lieblingsbeispiel ist immer CNC-Fräsmaschinen. Ja? Oder am Sonntag kommt immer so ein Behind-the-Scenes-Video. Was kann man hier machen bei der Erstellung? Ja, also man kann beispielsweise Webinare erstellen, man kann E-Books erstellen. Also ich habe ja auch beispielsweise E-Books, die bei mir in das Content Marketing reinzählen. Das sind bezahlte E-Books, findet man auf meiner Webseite, kann man sich angucken, wie sowas aussieht. Checklisten kann man erstellen, die man beispielsweise zum Runterladen anbietet. Ja, das heißt also, hey, pass auf, wir haben festgestellt, es gibt Probleme, die können gut mit Checklisten gelöst werden. Da haben wir eine Checkliste erstellt auf unserer Webseite, kannst du sie runterladen, wenn du die E-Mail-Adresse hinterlegst. Ja? Man kann Videos machen, Blogartikel schreiben, die ich dann über Google finde. Ich kann Podcast machen, wo letztendlich die Verteilung sehr, sehr schwierig ist. Ich kann Infografiken erstellen und probieren, damit PR zu machen. Generell, hier steht es ja auch, die Content-Formate sollte man wirklich mit Bedacht wählen, weil, wie gesagt, Podcast, da ist die Verteilung sehr, sehr schwierig. Sagen wir es mal anders. Wie User neue Podcasts finden, ist schwieriger, als wie User neue Blogartikel finden. Ja, weil Podcasts zum Teil beziehungsweise beispielsweise aktuell noch nicht so gut indexiert sind bei Google. Ja? Dann ist immer ganz wichtig, dass die Qualität ja, sehr, sehr hoch ist des Artikels oder des Content-Pieces, sagt man dann, ja, des Content-Stücks, des Inhaltsstücks. Und was ich auch regelmäßig sehe und was ich auch immer wieder in Workshops oder auch in den Konzepten sage, es geht nicht darum, Werbung zu machen, ja, sondern es geht darum, ein Problem zu lösen, zu zeigen, wie man ein Problem löst. Weil das ist das beste Beispiel, dass man unterstreicht, wie kompetent man in dem Bereich ist. Ja, also hier in dem Video geht es ja auch darum, Content Marketing, wie mache ich das? Erkläre ich ja hier ganz gut, wie man das letztendlich macht. Ne? Klar, ich kann jetzt hier nicht zeigen, wie man ein Webinar macht und ein E-Book, dann geht das Video 20 Stunden, aber ich mache jetzt ja hier keine Werbung und das sollte man im Content Marketing auch nicht machen. Werbung kann man dann irgendwann dahinter schalten oder man kann Werbung für seinen Content schalten. Passend dazu kann ich dir auch nur noch mal empfehlen, das Inbound Marketing Video zu gucken, weil das in meinen Augen sehr stark Hand in Hand mit Content Marketing geht und auch in einer vernünftigen Online Marketing Strategie sehr, sehr tief verankert sein sollte. Dann die Verteilung des Contents. Ganz, ganz wichtig. Ja, also das einfach nur auf seiner Seite veröffentlichen oder einen Podcast bei Spotify hochladen, das hilft nicht. Ja, ich habe selber einen Podcast, kommt jeden Mittwoch eine Folge raus. Nur allein davon hört sich das keiner an. Ja, also es hat keiner, muss man so einfach sagen, es hat keiner auf deine Inhalte gewartet. Das sage ich den Kunden dann immer auch, mit denen wir Online-Marketing-Strategien durchsprechen. Man muss überlegen, okay, wieso sollten die Leute jetzt erstmal meinen Inhalt hören? Und oder sich angucken oder durchlesen, je nachdem. Und man muss auf jeden Fall überlegen, wie kriege ich das verteilt. Beim Blog oder beim geschriebenen Content ist es relativ einfach, weil ich da meine Webseite nehmen kann und sozusagen einen Blog einrichten kann. Das
hat jetzt nichts mit einem Tagebuch zu tun. Ja, viele denken immer so, oh, Online-Blog, das hat so einen Tagebuch-Touch. So heißt es einfach im Fachjargon. Ich kann das über Newsletter verteilen, ich kann das über Social Media verteilen, ich kann das über meine Mitarbeiter verteilen, ja, dass die das dann vielleicht auch teilen an Personen, für die es interessant sein könnte. Das können zum Beispiel Kunden sein, ja, wenn ich es dem Vertrieb gebe oder dem Key-Account-Management, dass die dann sagen, hey, hier, passt mal auf, wir haben hier einen neuen Artikel zum Thema XYZ geteilt. Wir wissen ja, dass ihr da auch Probleme habt. Vielleicht hilft euch das. Sonst, wie ich schon gesagt habe, was man machen kann, ist natürlich bezahlte Werbung bei Facebook, bei LinkedIn, bei Google, bei YouTube, wo auch immer, schalten, um die Person, meinen Personenkreis, meine Zielgruppe auf den Content aufmerksam zu machen. Das ist also auch durchaus ein Mittel, was man am Anfang nutzen kann, weil aus dem Nichts habe ich auch keine Newsletter-Abonnenten. Ja? Das heißt, ich hole die auf den Content drauf über eine bezahlte Anzeige. Die melden sich dann, nicht alle natürlich, aber einige melden sich für Newsletter an und dann kann ich das im Newsletter weiterverteilen. Am Ende kommen wir zu dem Thema Ziele des B2B-Content-Marketings. Ja. Um diese Ziele überhaupt analysieren zu können und diesen ganzen Prozess, den wir gerade durchgegangen sind, diese vier Schritte vorher, um die zu verbessern, muss ich das natürlich analysieren. Also, wie lange lesen die Personen eigentlich meinen Artikel? Ja, wie lange hören die eigentlich meinen Podcast? Wie viel von dem Video haben sie sich überhaupt angeguckt? Deswegen ist es wichtig, dass ich immer fit im Tracking bin, ja, dass ich das einrichte. Ich habe dazu auch relativ viele Videos gemacht. Ich selber muss feststellen, dass immer mehr Unternehmen da merken, dass sie da Defizite haben. Also ich richte selber, glaube ich, mittlerweile 3 Trackings die Woche ein. Und sobald das gemacht ist, kann ich halt die Performance auswerten. Ja? Ich kann also gucken, wie gut funktioniert beispielsweise Inhalt A gegen Inhalt B. Ja? Ich kann dann auf der Basis neue Kennzahlen definieren, ja? Oder KPIs definieren, wo ich letztendlich sage, okay, wir hatten vorher immer die Anzahl der Leads gemessen. Bei den Videos, die wir erstellen, das ist aber schwieriger, weil es einen Medienbruch gibt zum Beispiel. Jetzt messen wir die durchschnittliche Zuschauerbindung. Ja? Also das kann man dann auch machen. Und durch diese ganzen Learnings, die ich habe, kann ich dann wieder in die Strategie eine neue Hypothese mit rübernehmen und sagen, okay, testen wir mal hier was Neues aus. Und das ist dann dieser Kreislauf, den ich am Anfang gezeigt habe, diese 5 Schritte. Ich überarbeite dann meine Strategie, passe diese Strategie dann wieder an, sehe zum Beispiel, hey, Social Media funktioniert sehr gut, wenn ich Inhalte aus der Kategorie 1, 2, 3 zeige. Und dann weiß ich halt, okay, für Social Media müssen eher solche Inhalte erstellt werden, für YouTube oder für Video generell eher andere, fürs Webinar wieder ganz andere. Und so kommt das Ganze dann auch ins Laufen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du kannst einiges mitnehmen. Ich denke, du hast jetzt einiges zu tun, wenn du dich direkt dran setzt. Solltest du Fragen haben, einfach schreib sie unter das Video. Guck die anderen Videos, wie gesagt, das ist eine Playlist. Und wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen willst, dann abonniere den Kanal. Ich wünsche dir viel Erfolg.